Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, die Nachtlog-Challenge. Beim letzten Mal waren wir immer noch auf dem Weg nach Sephronia City über den anderen Weg da, über den anderen Weg, den Relaxio ja so ein bisschen versperrt. Und wir haben Relaxio immer noch nicht erreicht. Es kommt mir echt so ein bisschen vor, wie in einem der ganzen Pokémon-Animes, wo halt auch die Truppe dann gefühlte 3 Wochen braucht, um eine Route zu machen. Und wir brauchen das auch. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wir sind ja noch nicht mal beim Angelsteg da angekommen. Wir sind eigentlich nirgends. Habe ich mit Dirk schon gekämpft? Ja, habe ich. Ne, ich will ja irgendwie jeden Trainer mitnehmen. Gut, da waren wir. Haben wir den Biker da unten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, ja. Hey, du da. Hau bloß ab! Mache ich. Kein Problem damit. So. Dann hier drüben ist ein Vogelfänger. Haben wir auch. Die Ische hier rechts haben wir. Die wird doch weiter, als ich gedacht habe. Die haben wir. Die haben wir nicht. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Oh, nö, nö. Danach gleich noch eine Schönheit. Also, Schönheit, Anführungszeichen. Silvia. Schickt Pipi in den Kampf. Okay. Dann Stole, ne? Zeig mal, was du kannst. Was auch immer du genau kannst. Ich habe keine Ahnung. Mach mal fliegen. Flieg weg. Flieg, kleiner Vogel, flieg! Ja, natürlich macht das Mist viel Komprimator. Warum denn auch nicht? So. Metronom, yay! Jetzt Heilung ein. Schon fehl, ja, zum Glück. So, das war's mit deinem scheiß Pipi. Und Mauzi, ja, Mauzi ist keine Bedrohung. Aber nicht für den Stolle, für manch anderes Pokémon vielleicht, aber nicht für den Stole. Oder Stolle, wie auch immer. Ihm ist es ja egal, wie man ihn ausspricht. Ein Volltreffer! So, und damit hätten wir den ersten Kampf des Tages hier heute mal wieder bestritten. Wir gehen weiter. Guten Tag! Natürlich werde... Also, natürlich werde ich mit dir spielen! Komm, spiel mit mir! Das hört sich so verkehrt an, aber egal. So, Radfratz. Och. Ihr habt auch nichts Besseres, ne? Das ist wie irgendwelche tollen Gamer-Girls. Ne? Die ein PS3-Pad in der Hand halten und sagen, ich habe eine neue Xbox. Ne? Und die hier auch so, oh, ich bin voll die Pokémon-Trainerin, ich habe einen Radfratz. Oh. Ein ganz starke Pokémon, ja. Und zum Beispiel Raupi. Obwohl, nee, Raupi nicht, das ist ja, ne, Käfer, das geht ja nicht, bei der Schönheit, nee. Pikachu, Komm, wir sind zwar ein Flug-Pokémon, aber wir versuchen einfach mal das Beste. Ja, sieht gut aus. Ist nicht sehr effektiv, aber hat's umgehauen. Ne, Pikachu kann ja gar nichts hier. Schlimm. Schlimm. Und nochmal ein Radfratz, weil es so schön ist. Also der Stolle, ne, der macht sich hier so langsam. Muss auch mal was tun für sein Geld hier. Zumindest so ein bisschen. Und die paar EP, die er jetzt hier bekommt, sind jetzt nicht so die Menge, aber was soll's. So, Anglersteg. Das heißt, ja, beide Pfadfinder noch nicht, aber also grundsätzlich. Warte, ist das hier schon eine Route? Oder ist das alles noch die Route, keine Ahnung, 14, 12, ich hab keine Ahnung. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Und ich sage, für ein Kind nervst du ganz schön. Aber nun gut. Das wird schon. Ey, Pokémon werden ja auch in der Richtung hier immer schwächer. Also die Trainer halt. Weil normalerweise geht man ja von einer anderen Richtung her. Ja, Amiga Link. Amiga Link kriegt das auch hin. Irgendwer von denen schafft das schon. Pikachu wird in den Kampf geschickt. Das könnte eventuell böse werden. Wir machen mal einen heftigen Flügelschlag. Das ist nicht sehr effektiv, aber hat es dennoch umgehauen. Und wir sind noch 10 Level höher. Was geht aus Prinzip? Mauzi, das sind mal wieder die besten Pokémon hier. Die man halt so gegen mich antreten lassen kann. Und als vorletztes nochmal ein Radfratz. Verspeise ich auch zum Frühstück hier. Do it!
Hau es um! So, und dann nochmal ein Mauzi. Die Heidi Day. So, geht doch. Yeah, Level 35. Es will sich wahrscheinlich gleich weiterentwickeln, was? Was für eine Attacke? Windschnitt. Ich weiß nicht. Was macht ein Windschnitt genau? Greift mit rasierklingenartigen Wind an. Hohe Volltrefferquote. Stärke 55. Ja, mach ich mal anstelle von Erstauner. Erstauner ist irgendwie so, okay. Wenn es dann auch eine hohe Volltrefferquote hat, also halt eventuell doppelten Schaden macht, finde ich das schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ist nur minimal schwächer als Flügelschlag und hey, es möchte sich weiterentwickeln. Aber es kann es nicht. Mal wieder. Hä? Das verstehe ich nicht. So, hey, du Penner da. Ja, dich meine ich. Hey, Funke-Pokémon, du wollen kämpfen. Ja, kannst du nicht gegen irgendwen anders kämpfen lassen? Nein? Okay, dann nicht. Alma. Und manchmal haben die ja schon Namen, du, da denkst du ja auch so. Die sind schon vor Äonen ausgestorben, diese Namen. Aber naja. Yay, Wirbelwind! Was kommt jetzt? Yay! Fronny! Fronny wird das rumreißen! Hab ich gehört. Siehst du? Ja? Taubsi hat keine Chance gegen Fronny. Und nochmal Taboga. Ja, wird schon. Machen wir ein bisschen. Bis zum Tod von Tauboga. Diabolischer Flügelschlag. Da steckt Fronny einfach mal so weg. Kein Problem. So. Mein Funke-Pokémon hat verloren. Ja, hat es. Hey, du da. Ich habe in einer... Entschuldigung. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Yay, bist jetzt eine Bohne? Kirsten. Ach Mensch, Kirsten, du hier? Sowas war auch. So, dann ist ein Wasserflug-Pokémon. Ist das Flug-Pokémon? Zählt Goldine als Flug-Pokémon? Bin mir gar nicht sicher. Oder zählt es nur als Wasser-Pokémon? Oh Gott, irgendwie sowas gab es doch da. Bei Goldine und Goldking. Aber egal. Yay, Stole erreicht Level 34. Und so langsam kann ich wirklich auf Panteria wechseln, damit die halt mir bei den ganzen Wasser-Pokémon ein bisschen zuschlagen kann. Diabolischer Duplexie. Finde ich nicht nett. Ganz ehrlich, finde ich nicht nett. Quapsel, besiegt. Und nochmal ein Sepa. Yeah, Sepa. Sepa, Sepa, hü. Mach mal fliegen. Stolle fliegt im Po. Yeah. Ist down. Down, sag ich dir. So, und das war's auch damit. So, dann warte. Ich wollte ja hier wechseln. Jetzt habe ich auch eine neue Route erreicht. Ne? Warte mal, gucke ich hier nochmal auf die Karte. Ich habe jetzt das irgendwie nur so leicht mitgekriegt. Habe ich hier eine neue Route? Route 12 ist das. Das heißt, das hier ist Route 13. Das heißt, hier darf ich ein neues Pokémon fangen. Entweder halt aus dem Meer. Und wenn wir nur eine normale Angel, doch eine Profi-Angel hätten wir. Ich glaube, die werden wir auswerfen. Und dann hier nochmal. Wo ist er denn hier? Panteria. Tausch. Zack. Also wir gehen jetzt hier nicht ins hohe Gras, sondern machen einfach mal so was hier. Du hast ein Pokémon am Hacken. Carpador, Carpador, Carpador. Ein Sepa. Ja, gut, dann ist jetzt halt nur die Frage, was machen wir? Damit das jetzt nicht zu viel Schaden bekommt. Ich hab keine Ahnung. Heute. Hyperball.
Flieg und Sieg. Na gut. Das hätte ich mir fast denken können, dass das so nicht klappt. Ah, das ist jetzt natürlich doof, dass das Pokémon so schwach ist. Also vom Level her. Ich probier's. Falls du das hast. Hast du noch Fluch? Ja. Oder, nee, wir machen einen Konfusstrahl. Das ist eine gute Idee. Inix wird das machen. Hier, tauschen wir aus. Ich hätte gedacht, hier Fluch und dann halt Schaden über Zeit oder sowas. Wir machen stattdessen Konfusstrahl. Hoffen, dass es sich selbst verletzt irgendwie. Während es sich selbst verletzt, müssen wir gucken, wie wir die Zeit überbrücken oder sowas. Aber verletzt, das ist schon mal schön. Mal nochmal einfach Konfusstrahl. Ich meine, es ist zwar verwirrt, aber halt jetzt irgendwas anderes jetzt hier noch großartig machen, ich weiß ja nicht. Wobei, ich sollte auch nicht zu viel Konfusstrahl machen, falls es dann wieder rauskommt aus der Verwirrung. Habe ich irgendwas, was ich unnötigerweise irgendwie verwenden kann? Hier, gib mal eine Limonade irgendwem. Da. Hier, hast ein paar KP zurückbekommen. Wir müssen jetzt warten, bis es sich hier genug verletzt hat, dass sich dann wiederum ein Pokémon-Wurf einigermaßen lohnt. Hier nochmal eine Limonade für irgendwen. Hier, der Stolle will was, habe ich gehört. Blubber! Oh no! Ich weiß halt jetzt nicht, wie viel Schaden macht Fluch. Also jetzt beim Gegner. Nicht, dass es irgendwie so eine Attacke ist, weiße Haut, das sieht man jetzt um, weil es so vom Level her zu niedrig ist. Ist nicht mehr verwirrt. Rauchwolke ist okay. Durch Fluch verletzt? Okay, das geht. Gut, dann gehe ich mal in den Beutel, versuche nochmal hier zu fangen. Yeah, wir haben es gefangen. Können wir uns jetzt drum streiten, ob wir dann Carpador oder Sepa dann trainieren. Könnt ihr vielleicht mal mitentscheiden, was wir dann trainieren werden? Ich habe keine Ahnung. Möchtest du Sepa einen Spitznamen geben? Natürlich, wir spielen hier die Nuzlocke Challenge. Und zwar nennen wir ihn... das passt nicht. Nehmen wir... was nehmen wir denn? So viele Abonnenten. So viele mögliche Abonnenten. Und dann fallen dir halt die Namen nicht ein. Obwohl, doch, komm. Nehmen wir ihn hier. Weil er sich ja neulich gemeldet hat. Falls es passt. Tato. Ja, passt. Mario Tato. Auch schon uralter Abonnent hier. So. Mario Tato wurde auf Bildspitz übertragen. Gratuliere. Dort wirst du versauern wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Ja, doch. Pokémon sind sogar gewechselt. Hier. Angler. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ja, das habe ich mir gedacht. So, dann zeig mal, was für ganz tolle Carpadors du gefangen hast. Level 24, der ganz schön Tackle. Aha. Absorbeer. Und setzt natürlich nicht Tackle ein, nein, er setzt Platscher ein. Super, Carpador, super. Bin stolz auf dich. Wobei tatsächlich ein Carpador Level 100 soll ja einigermaßen Kraft besitzen. Ich habe es nie getestet. Aber es gibt ja die Gerüchte. Ob das stimmt? Ich habe keine Ahnung. Aber wäre irgendwie dann doch irgendwie interessant auszuprobieren. Und halt wirklich halt mal in Erfahrung zu bringen, ob das wirklich so ist. Mal gucken. So, Ansgar besiegt. Finde ich gut. Kann man machen.
Nee, da ist kein Trainer. Da ist so ein Pfadfinder. Der beschützt hier das Item. Ich bin drin, ich bin drin. Willst du einen Mondstein? Ich weiß nicht, habe ich einen Mondstein? Ich weiß es nicht. Aber erstmal kämpfen wir hier gegen Nidoran männlich. Wuppdidu. Dann machen wir mal Zerschneider. Macht gut Schaden auf das Ding. Oh, Kampfattacke, oh, macht so wenig Schaden. Ich dachte, Kampf ist gut gegen Pflanze. War da nicht sowas? Was war Kampf gut? Gegen normal? Nee, gegen Stein? Und dann hört Kampf, glaube ich, auch schon sehr langsam auf, ne? Ein Doppelkick ist ja eine Kampfattacke, wenn ich mich nicht irre. Aber nun gut. Wie gesagt, wieso hundertprozentig halt die ganzen Typenvorteile sind und sowas, da bin ich schon lange raus. Ich weiß, dass Feuer effektiv gegen Stahl ist. Das weiß ich noch. Da hört es auch schon so langsam auf. Ne, früher habe ich ja Pokémon Rot, Blau, Gelb quasi studiert. Wusste da nahezu, wann jedes Pokémon jede Attacke lernt. Und auch wo du welches Item findest und. In welchem Verhältnis die Werte sich der einzelnen Pokémon halt verändern und so weiter und so fort. Aber das ist... Die Tage sind so lange her. Voltoball! Yay! Voltoball! Oh, du kleines Voltoball! Dann wechsel mal ein Pokémon hier auf. Den Mann mit dem D! Optimale Besetzung für diesen Kampf. Finde ich nicht nett. Spritze ich hier gleich einmal zurück hier, ja? Mit Lehm. Nicht mit das, was ihr jetzt schon wieder denkt hier. Versaut, Dinger. Oh. Oh. Wow. Finale ist immer wirklich schlimm. Genauso wie Explosion. Explosion ist auch immer sehr gefährlich. Wir werden auf jeden Fall unsere Pokémon heilen, weil wenn jetzt Elektroball jetzt nochmal sowas einsetzt, dann ist der Mann mit dem D hinüber. Dann war das jetzt... Dann war es das mit dem Guten. Hier, machen wir einen Supertrank. Hat zwar nicht voll geheilt, wird aber vielleicht reichen. Mache ich lieber nochmal einen. Ultraschall, ja schön. Kampfschaufler. Kreideschrei ging daneben, zum Glück. Oh, da ist es weg. Sehr schön. So habe ich das gern. Stromkreuz unterbrochen. Ah. Doch. So, was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, die... Hütte von einem Einangler. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ich kann schon angeln. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Jetzt haben wir die zweitbeste Angel. Ist halt, finde ich, immer noch so ein bisschen seltsam, die beiden Angeln, die Superangeln und die Profi-Angel, relativ kurz nacheinander halt zu bekommen. Normalerweise geht man von Lamande ja hier runter nach Fruxana City. Oder habe ich zumindest immer so gemacht. Und siehst du, da ist schon das Relaxo. Das im Weg liegt. Warte, bevor ich das mache, haben wir ja nochmal die Pokémon heilen. Gerade Panteria. Enix auch nochmal, weil es so schön ist. Bei der wollen wir auch nicht, dass er irgendwie von uns geht quasi. So. Pokéflöte Spiel, jo.
Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Hey, Relaxo ist brummig. Yay! Yeah. Level 30. Ogo, Ogo hier. Mach mal hier Säure. Vielleicht vergiftet es, ja? Nein, natürlich nicht. Schnarcher geht nicht, wenn du nicht schläfst. Die KI ist nach wie vor manchmal so ein bisschen so fragwürdig. Gerade bei Relaxo mit seinen tollen Attacken, die er halt nur im Schlaf anwendet. Ich frage mich gerade, wenn ich ihn vergiftet habe, kann er dann noch schlafen? Weil du kannst ja nicht zwei Statusveränderungen auf einmal haben, ne? Da gab's ja sowas. Oh, 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 oh. Alarm, Alarm. Pokémon, wechseln. Auf, Enix. Warte mal. Ist Fluch eine Geistattacke? Fluch ist eine unbekannte Attacke. Das ist okay. Das heißt, er wird jetzt auf uns hier keinen Schaden machen können, weil wir sind ein Geist-Pokémon. Wir können Fluch einsetzen, weil Fluch ist eine Fragezeichen-Attacke. Fragezeichen-Attacke gefällt mir immer sehr gut. Dann werden wir wechseln auf irgendwas anderes. Gena. Ah, Enix ist schläfrig. Okay. Pokémon wechseln. Auf. Doch was denn? Mann mit dem D? Kopfnuss? Oh oh. Immer diese heftigen Attacken hier. Das ist schlimm. Supertrank. Ogo Ogo hier. Mach mal. Mach mal wieder heile. Schnarcher geht nicht, weil pennst nicht. So, und jetzt müsste ich den eigentlich theoretisch nur noch umhauen. Mit einer ordentlichen Lebensschelle. Och komm, eine ordentliche. Genauigkeit sinkt. Das ist auch okay. Kopfnuss. Und jetzt der Fluch wird ihn umhauen. Perfekt. So, bekommen einige hier ein paar Erfahrungspunkte. Das ist okay, kann man machen. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es geht und läuft in die Berge zurück. Toll. Sportangelzone. Yay. Ich muss kurz gucken. Hier geht es jetzt nach Dingens. Das ist gut. Das glaube ich. Hier, Beute. Wo haben wir denn die Karte? Da, Karte. Wenn wir da weitergehen, wir sind hier auf Route 11. Route 11 haben wir schon was gefangen, okay. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein Stückchen hoch, um dann nach Lavandia zu kommen. Halleluja. Also ein bisschen was haben wir hier noch zu gehen. Aber dies und mehr mache ich dann halt erst in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt erstmal hier ganz kurz in ein Pokécenter. Am besten halt dieses hier. Und dann gucke ich mal, was haben wir denn da noch so alles Tolles auf der Route. Also falls da jetzt noch Trainer sind, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber wenn nicht, umso besser. Dann kommen wir halt umso schneller nach Saffronia City. Und wenn doch, ja, dann kämpfen wir uns da nochmal eben schnell durch. Aber dann sollten wir tatsächlich nach Saffronia City kommen. Und dann ist halt so die Frage, gehe ich erst in das Slivko-Gebäude oder gehe ich erst in die Arena? Ich glaube ja fast erst ins Slivko-Gebäude, halt weil also da auch nochmal zahlreiche Beppos, die ich bekämpfen muss. Aber nun gut, das schaue ich mir dann halt dann alles an, in der nächsten Folge vielleicht, wenn wir soweit kommen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.